Hallo. Guten Tag. Jetzt, das ist nicht richtig. Du musst Mario sein. Ach ja. Aber jetzt habe ich den Scheiß-Controller, egal. Ist der Sound laut genug? Nein. So, wir haben einen langen, schmachvollen Weg angetreten. Wir sind ihn angetreten, weil wir von der Schokoladeninsel an unsere Grenzen und weiter darüber hinausgetrieben. Und da müssen wir noch den geheimen Ausgang von der roten Brücke finden. Und jetzt müssen wir wieder den ganzen Kackweg zurücklaufen und ich bin richtig dumm. Oh. Weil du auch... Was hast du mir ja gleich mal in der Top Secret Area ein bisschen was holen können. Ja, wir brauchen Leben. Leben gibt's ja leider nicht. Wir brauchen... Was brauchen wir denn dann? Feder zum Beispiel oder eine Blume. Ja, okay. Ich weiß auch gar nicht, bei welchem Level wir zuletzt gescheitert waren. Ich hab's auch erfolgreich verdrängt. Das Ghost of hatten wir noch geschafft. Und ich glaube, dieses, wo man so schnell sein muss, um den richtigen Ausgang zu kriegen, haben wir auch geschafft. Das muss ich erstmal wieder dran gewöhnen. Das spielt sich schon anders als Yoshi's Story, hä? Island. Soll ich jetzt Feuermann oder? Wäre natürlich hilfreich zu wissen, welches Level kommt. Aber ich glaube, Flugmann ist immer besser. Ja, Flugmann würde ich auch sagen. Aber nimm dir doch die. Ach. Ich kann mir beides einfach nehmen. Ja. Das ist gut. Oh. Und nochmal. Ja, stopp! Du hättest doch bestimmt ein Leben gekriegt, da wo Yoshi rausgekommen wäre. Oder was? Ja, so clever. Zum Glück habe ich. Was machst du denn da hier? Hast du das? Das wird das spannendste Video der beleuchteten Brüder. Ja, einmal geht noch. Aber dann musst du das auch gleich machen. Sonst heißt es wieder, Yoshi ist voll. Nee. Luigi ist voll der Kack-Noob. Ja. Einen schönen Gruß ans Gaming Universe Forum an dieser Stelle. Insbesondere an Lord der Finsternis, der sich als großer Fan darstellt. Entpuppt hat, muss man sagen. Er stellt sich ja nicht da, er ist ja einer. Weißt du nicht, vielleicht stellt er sich nicht. Warum ist der eine groß und der andere nicht so groß? Das weiß ich nicht. Hat das irgendeine Bewandtnis? Ich hab, Lord der Finsternis hat das eine Bewandtnis. Ich habe schon mal gefragt, warum der so groß ist. Vielleicht, weiß ich nicht. Mit Paint zu dicken Pinsel genommen, da auch. Ja, einer ist groß. Wer hat denn zu mit Paint? Ich weiß nicht, bei der Bürstenauswahl. Verklickt. So, jetzt sind wir ja schon in der Welt angekommen. Und das Schokoko, okay. Ja, hier sind wir einmal nur im Kreis gelaufen. So. Richtig. Das ist aber genau das Level. Ja, und das habe ich doch noch irgendwie ganz knapp geschafft, glücklich, und dann ist er nur im Kreis gerannt. Das hat nichts gebracht, außer mir nee, Nerven. Nee, es ist ein anderes Level. Es ist irgendwas anderes. Aber ich habe ja Yoshi. Oh, das hat gut geendet. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt? Und jetzt? Na, runter. Aber der Funke ist nur der gehende Abgrund. Da unten geht's weiter. Oh, warte mal. Nein! Was machst du denn da? Ich hatte überlebt. Ja. Ach, das ist ein Flugmann, ne? Flugmann. Ganz einfach bisher. Willkommen bei die beleuchteten Brüder bescheißen Mario. Oh, eine Riesenröhre. Oh, ist das nicht das mit den ganzen Münzen? Oh, ich erinnere mich. Hier hingegen, jetzt Yoshi's Island, sind die Münzen durchaus sinnvoll, ja. Wenn man nicht wieder Game Over gehen will. Aber wir sind ja gar nicht Game Over gegangen. Nein, sind wir nicht. Warum kann ich hier nicht so schnell laufen? Auch kann ich. Nee, kann ich doch nicht. Weil du nicht bergauf schnell laufen kannst. Ja, sehr, sehr realistisch, das Spiel. Ja. Die Geomod Engine. Von wegen 13, ja, nee, wie hieß das Spiel? Red Faction, ne? Genau, wenn es irgendwann mal so eine Seite über uns gibt, die alle unsere... Nicht schlecht. Lass doch die... Oh. Ich hasse Yoshi. Was kann er denn dafür? Das war nur eine Erklärung für mein Verhalten. Guck mal, das ist doch auch ein schlecht getimtes Ding hier. Das ist ja genau verkehrt rum.
bin voll aufgeregt. Ich auch. Mega. Spring an, lass die Münze Münze sein. Und das kommt aus meinem Munde, ne? Ja, guck mal, hier ist jetzt genau das Problem. Hier bist du... Ein Leben. Hier bist du nämlich da... Dem Pfeilen gefolgt. Ach, guck mal, hier ist nämlich genau der Trick. Ich darf nicht in diese Scheiße gehen. Na? Und jetzt? Wenn ich jetzt... Wahrscheinlich muss ja rechts noch weitergehen. Du hättest da, glaube ich, nicht... Nein, das ist zu langsam. Lass dich jetzt nicht stressen. Nein. Ich werde jetzt einfach in dieses Ding hüpfen. Ja, mach das. Ganz in Ruhe. 30! Guck mal, kein Fehler bisher. Der Applaus kommt vom Herzen. Die leuchtenden Brüder sind super. Wenn es irgendwann mal so eine Internetseite über uns gibt, ja, wo alle unsere Fans so die wiederkehrenden Running Gags auflisten, alphabetisch sortiert, ist auf jeden Fall die Geomod Engine ganz weit vorne dabei. Die ist ja auch nicht unwichtig. Nee. Was los? Nix, es ist alles gut. Ich hab nur Angst. Ach Kacke, es ist ja scheiße, was ich hier mache. Kaum lege ich die Kamera. Den Controller aus der Hand wird das Bild kacke. Ich wollte die Kamera so drehen, dass ich sehe, wie lange wir schon aufnehmen. Es gab eine, nicht eine Beschwerde, aber einen Wunsch, dass wir doch unsere Videos etwas länger als 10 Minuten machen. Mein Weh. Mir ist das auch egal. Das dauert nur länger, hochladen. Genau, hochladen dauert länger. Wer hat den Wunsch geäußert? War eine Frau. Es war eine Dame, ja, du hast recht. Ja. Du, du, du. Liebe Dame, warum sind die Punkte größer von Vanilla Dome 3 als von Vanilla Dome 4? Bitte recherchiere dies und poste es bis morgen früh unter dieses Video. Das ist die Hausaufgabe. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Auf der unteren Brücke. Da will ich doch, hast du da weg. Du kannst gleich mal das Secret Exit da machen. Das rote da, ja. Das macht doch kein Brückenlevel. Warum hat der nochmal so ein Pflaster, der Hügel dahin? Weil wir ihm das Schloss da reingehauen haben. Hat er sich das verdient? Der Hügel hat sich das nicht verdient. Nö. Guck mal, da sind noch ganz viele Secret Exits, die fehlen. Ich glaube, die haben wir, glaube ich, alle. Ja, aber dann würden die doch nicht rot leuchten. Doch, die bleiben weiterhin rot. Nee, das stimmt nicht. Nein, guck mal. Und was hätten wir? Um ein Jever. Oder was? Das ist ganz dumm. Ich glaube, das Problem ist, dass du hier die Kissen verrückt hast und deswegen in der Kabellage sitzt. Ach, man sieht ja gar nichts. Ach so. Oh. Es gab noch einen Wunsch, ich sollte den Auto... Du hast gerade was ganz Fantastisches verpasst. Ich kann es mir auf dem Video angucken. Wenn wir das Video pausieren, mache ich mal aus, weil ich sollte noch den Autofokus ausstellen, hat irgendjemand anderes. Ja, das stimmt. Ich habe Dark Icarus darum gebeten. Ach, das ist jetzt das Schokoladenschloss. Das erinnere ich gar nicht mehr. Da bin ich wahrscheinlich vorher mal verzweifelt an dem anderen Level. Die machen mich ja aber völlig nervös hier. Die Stöcke oder die Flammen? Die Stöcke. Aber auch du, ich kann das jetzt nicht meckern. Oh, das kam zu früh. Ja. Also es kam überhaupt, das war ja das Problem. Die sind auch sehr spitz. Ja, aber das hast du nämlich gerade verpasst. Ich bin nämlich da eben schon mal reingesprungen und ich habe geblinkt, aber es ist nichts passiert. Wer schießt denn da? Da ist ja gar keiner. Von hinter der Mauer. Vorsicht, da ist ein Bubsen vom Poller. Wenn man auch nur schon den Wand sprungen können würde. Ich finde es gut, dass das Schloss schokoladenfarben ist. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ist doch gut. Ja, lustig. Ach, der macht nur hin und her, oder was? Ja. Das ist ja ein Freak. Aber du kannst da in die Lücke gehen. Hier ist dir genug Platz. War nett von ihm. Boah, das hätte ich aber anders erwartet. Ich bin hochkonzentriert. Ja. Ich auch. Der Vorteil ist ja an solchen Videos, dass man durchaus Fehleranalyse betreiben kann. Ja. Und ich hab... Ne? Sind eingesperrt. Du hast was? Fehler bemerkt? Ja, ich habe zumindest oftmals da gesessen... Oh je, und nun?
oftmals da gesessen und gedacht, Alter, ich bin voll Idiot. Das hätte ich auch durchaus besser und anders regeln können. Oh nein. Ja, das ist sehr unübersichtlich. Bitte nicht sterben lassen. Ja, halt die Klappe hier. Ach, Kacke. Und du sagst mir doch, lass dich nicht stressen von der Scheiße. Ja, aber du warst hier direkt vom Snowpasser! Es geht so weiter, wie es aussieht. Bei Yoshi's Island. Ja. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Habe ich vergessen. Geil. Achso, da habe ich nämlich bemerkt, so viel zum Thema Dingsbums, zum Thema sich stressen lassen und so und Fehleranalyse. Ich habe ja danach überall die 100 Punkte geholt und war dabei so viel besser und souveräner und cooler und lässiger und schneller. Und ich habe das halt wirklich nur so nebenbei gespielt. Aber es scheint doch ein Faktor zu sein, wenn hier man so unter Druck steht. Obwohl wir ja gar keinen Druck haben. Verstehe ich. Doch, ein bisschen. Ach, wenn man groß ist, erwischt einen doch, ja? Ich war auch groß, ich hatte mich aber geduckt. Töte sein Gesicht. Aber macht ja nichts, ich kriege hier noch eine lustige Feder! Und ein schmuckes Indianerhaupt. Warum gibt dir eigentlich eine Feder ein Cape? Und eine Blume Feuerbälle? So ist das in Japan. Das ist schon ein bisschen traurig da unten mit dem Steinmann. Ja. War doch gar nicht so schwer, wie es aussah. Ja, mir gefällt dein Stil. I dig your style. Der hier ist der Mann da. Ja, der hat... Immer auf die Zacken muss er rauf. Ja. Na, ich nehme lieber die Pflanze. Das war ja mal nicht weit von der Tür entfernt. Überhaupt auch schon wieder dein Lieblingsendgegner. Vor allem immer im gleichen Style, ne? Ich weiß nicht, ob die vielleicht mehr Flammenbälle irgendwann machen. Den hättest du aber erwischen können. Jetzt muss ich hab nicht nachgedacht, gar nicht. Was überhaupt? Das ist bei diesen scheiß Kinomännern meistens dein Problem. Die sind so einfach. Wie viel Zeit haben wir denn? 12 Minuten. Wollen wir noch einen Tod machen? Beruhigend, welches Vertrauen ich hier genieße. Oho. Soll ich jetzt mal ein Bier holen? Unbedingt. Ich bin so gespannt, was passiert. Du kannst es dir doch denken, was passiert. Ein Level geschafft hier, in dem ganzen Video. Komm. Ja. Hey. Ich glaube aber... Was denn? Das war fremdverschuldet. Welcher Fremde denn? Das war ganz gut. Machen wir jetzt, glaube ich, Pause. Ja. Jetzt haben wir genug hier. Haben wir. Über Essen geredet.